geschwächt im Kader, reiste die junge Kreisligamannschaft der WTG Heggenkoi am Samstag in die älteste Stadt Baden-Württembergs. In der Rottweiler ABG-Halle traf die Gemeinschaftsriege dabei auf einen ambitioniert turnenden TV Rottweil, der seinen ersten Tabellenplatz nicht hergeben wollte. Während das WTG-Team am Boden noch gut mithalten konnte, zeigte sich am Pauschenpferd bereits die Klasse der Rottweiler Turner. Eine der besten Übungen zeigte Micha Reuter. An den Ringen zeigte Mati Sabir die höchste Wertung seiner Mannschaft mit 10,0 Punkten. Im Vergleich zum letzten Duell verbesserte der Kapitän seine Leistung im Sechskampf um über 2 Punkte auf 52,15 Punkte. Auch insgesamt war diese dritte Partie der Saison für die WTG 4 mit einer ordentlichen Steigerung der Mannschaftsleistung verbunden, trotz des Fehlens von zweier Turner. Zufrieden zeigte sich auch der begleitende Trainer Wayne Jeschke. Im bisherigen Saisonverlauf haben sich die jungen Turner kontinuierlich verbessert und sind zu einer Einheit zusammengewachsen. Trotz des Fehlens zweier Top-Athleten keimte nach dem mit 12:4 Scorepunkten gewonnenen Boden Hoffnung auf, den letzten Wettkampf vor dem Ligafinale möglicherweise gewinnen zu können. Nachdem das Pauschenpferd und die Ringe verloren wurde, führte die WTG 2 zur Halbzeit immer noch mit 22:21. Mannschaftskapitän Julius Hottmann trug mit starken 3 Scorepunkten an den Ringen dazu bei. Doch ausgerechnet in ihrer sonst eigentlichen Paradedisziplin, dem Sprung, ging man mit der seit Jahren schlechtesten Leistung mit 12:0 unter. Lediglich Tim Berger zeigte einen sehr guten Sprung, der leider durch den besseren Stand seines Kontrahenten getoppt wurde. Der Barren und das Reck waren dann allerdings wieder sehr viel enger. Mit einer gewohnt starken Barrenübung konnte Dennis Bulut einmal mehr überzeugen. Am abschließenden Reck zeigte Adrian Dudev dann als letzter WTG Heggenkoi-Turner einmal mehr eine Bundesliga-reife Kür, für die er 5 Scorepunkte erhielt, aber den eindeutigen 45:31 Sieg des Gastgebers nicht abwenden konnte. Derzeit auf Tabellenplatz 4 stehend, wird man im Ligafinale in hoffentlich voller Mannschaftsstärke nochmals versuchen, sich zu verbessern.